Herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Deep Inside, ganz klassischer Psycho-Horror, auf den wir uns auch umgehend einlassen werden, finde ich. Ohne weitere Vorrede, los geht's. Neue Жертвы были найдены на востоке Нэшвилла, прямо посреди жилого района. Уже несколько месяцев в уютном и, казалось бы, тихом городке Нэшвилл орудует серийный убийца. Новыми жертвами стали три молодые девушки. Тела уже опознаны, и полиции была установлена связь. Все они были в ночном баре на Стил-стрит. Полиция взяла на контроль все дела, связанные с убийствами, и сегодня у нас в студии начальник розыскного отдела. Что вы можете сказать по этому поводу? Я могу заверить вас, что мы поймаем этого урода, и он ответит по всей строгости закона. Какая мера пресечения будет избрана после задержания? Это решение остается за судом, но я как отец двух дочек и муж очень надеюсь, что ему грозит смертная казнь. Und ich hatte mein Mikro gemutet. Ja, junge Frauen wurden ermordet. Der Polizist ist angepisst und meint, als Ehemann und Vater von zwei Töchtern würde er den Mann gerne tot sehen. Klare Ansage. Майк, ты дома? Ай, блядь, опять, наверное, нахуярился в хлам. Майк ist wieder betrunken. Und ich soll ihm hinterherräumen. Put all trash in the trash can. Es geht ja gut los. Ich dachte, das ist ein Horrorspiel. Na gut, räumen wir auf. Liegt da eine Zeitung? Ist Mike von uns der Bulle oder bin ich das? Das kann ich nicht lesen. Ah, das kann ich lesen. Und noch besser kann ich es lesen. Mit einem Übersetzer. Machen wir doch davon Gebrauch. Nashville News. Die Stadt ist von Angriffen ergriffen. Von Angst ergriffen. Als eine Serie Angreifer terrorisiert weiterhin die Bewohner, wobei drei weitere junge Frauen als Opfer der jüngsten Angriffsserie bestätigt wurden. Ich kann heute nicht sprechen. Seht's mir nach. Ist natürlich glänzend für Let's Play zugegeben. Die Behörden identifizierten die Opfer als Miley Harper, 18, Mia Collins, 22 und Sarah Lawson, 19. Ihre Leichen wurden gestern spät in der Nacht in einem ruhigen Wohngebiet im Osten Nashvilles entdeckt und lösten eine Schockwelle in der Bevölkerung aus, glaube ich. Der jüngste Vorfall ereignete sich innerhalb von 48 Stunden nach dem letzten... Da fehlt wieder ein Wort. Was die Ermittler zu der Annahme veranlasst, dass der Täter die Sache eskalieren lässt. Alle drei Frauen wurden Berichten zufolge zuletzt lebend in einer Bar in der Innenstadt gesehen, bevor sie unter mysteriösen Umständen verschwanden. Die Polizei von Olino hat keine Einzelheiten zur Todesursache bekannt gegeben, bestätigte jedoch, dass der Tatort in Olino das gleiche verstörende Muster aufwies, das bei früheren Morden zu beobachten waren. Okay, Polizei von Nashville hat die Bewohner angewiesen, wachsam zu bleiben und nachts nicht alleine zu reisen. Die Behörden arbeiten rund um die Uhr. Es wurden jedoch keine offiziellen Verdächtigen benannt. Mark Simmons, wir werden nicht ruhen, bis wir diese Person vor Gericht stellen. Ich glaube, der Besetzer kommt gerade durcheinander, weil er im Hintergrund auch noch die russischen Buchstaben gesehen hat. Aber ich glaube, wir haben begriffen, worum es geht. Bisschen dunkel hier, oder? Okay. Was haben wir hier? Жертвы. Майли, 18 лет. Мия, 22 года. Сара, 19 лет. Все девушки убиты в течение последних 10 дней. Личные вещи жертв остались нетронуты. Ему не нужны ценности, и, судя по всему, это либо личное, либо он больной, сука, ублюдок, который убивает ради забавы. На месте преступления все было по той же схеме. Тела Майли и Мии были рядом. Мия держала Майли за таз, а ее руки были прибиты к телу Майли гвоздями. Пиздец. Тело Сары было неподалеку, ее левая рука была прикреплена к деревяшке, будто бы она куда-то указывала.
но ни отпечатков, ни ДНК на месте преступления найдено не было. Конец записи. Oh, bitter. Wir haben hier weitere Details zu den Opfern. Offenbar wurden sie arrangiert, zwei von ihnen wurden sogar aneinander genagelt. Ein Opfer schien auf irgendwas hinzuweisen, aber unklar auf was. Gut, ich glaube, wir bekommen gerade so eine leichte Idee davon, warum er zu trinken begonnen hat. Kein Spaß. После смерти родителей он бухает каждый день почти. Oh, und haben ihre Eltern verloren, da hat er das Saufen angefangen, okay? Oh, Telefon. Ah. Hä? Ein Safe? Okay, ich hoffe nicht, dass das Telefon da drin ist. Ah, hier ist das Telefon. Informieren вас о задолженности в размере 327 долларов за коммунальные услуги. Пожалуйста, произведите платеж в кратчайшие сроки. А, черт, совсем забыл оплатить. Ой, ладно, нужно найти документы на оплату. Okay, wir haben Zahlungsrückstände. Finde die Rechnung. Oder die Quittung. Was sollen die denn sein? Hm. Seid ihr arme Schlucker? Ich auch. Ihr könntet meine Rechnung vielleicht gleich mitbegleichen. Aber alle Achtung! Das mal ein sauberes. Hallo? Wir sind mitten im Spiel? Und ich sag noch schön sauber. Das hat sich damit erledigt. Spülen ist hier irgendwie nicht möglich. Igitt. Okay. Ja gut, jetzt ist es wieder eine Herren-WG, alles klar. Obwohl, bei uns sah es damals nicht so aus. Ja, doch schon, aber wir haben abgespült. Hier liegt ein Zettel? Oh ja. Ой, бля, сплошные траты. Ладно, надо заначку из сейфа достать. Okay, ich will an meinen Safe. Aber ich, habe ich eine Nummer? Так, пароль, пароль, пароль. 19519. Вроде так. 190519. Gebe ich das an? Achso. 19. Halt, nee, ich will noch mal zurück. Mann! 19. Komme ich jetzt weiter? Habe ich das gemacht? Ah. Ich muss das erst mit den Cursor-Tasten machen. Drehen. Nach unten ist nächste Zeile. Und wenn ich jetzt nach links drehe, um die Zahl wieder runter zu rekrutieren, springt er aber nach rechts. Das Spiel macht mich gerade so ein bisschen bekloppt. So, wir haben's. Ein Glück. Oh, gut. Надо положить деньги прямо на счет, чтобы не забыть их завтра. Dann lege ich's da mal hin, ne? Ja. Ой, на днях надо будет оплатить. Уф, черт, я такой голодный. Надо пойти похавать что-нибудь. Gut, Spaghetti von gestern. Klingt gar nicht so schlecht. Habe ich noch andere? Habe ich hier Licht? Ja. Oh, sogar gekühlt. Okay. Das war fix. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Schlafen gehen? Mike, это ты? Okay, ich soll den Keller checken. Wo geht's denn hier zum Keller? Oh, was haben wir hier?
Ich werde es vermissen. Es tut mir alles leid. Ich hoffe, es geht dir dort gut. Es geht mir gut, ich liebe dich. Dachte kurz ein Abschiedsbrief, ist dann aber irgendwie doch was anderes, ne? Sind die noch nicht lange hier oder wollen die umziehen? Oder war es ihm einfach egal? Immerhin wird in diesem Haushalt auch gelesen, das ist doch mal was. Mike? Ah ja. Hat mich da jemand geschubst? Suka. Меня что, въебал кто-то? О, надо выбираться. И надо вызвать копов. Ich muss die Pulle rufen, ja. Ich muss Mike rufen, sozusagen. Там хранятся вещи родителей. Я не хочу туда заходить. Okay, da ist Zeugs von unseren Eltern. Можно попробовать выбраться через вентиляцию. Okay, ich will durch die Belüftung raus. Was ist das hier? Сука, Майк недавно сменил пароль, а я его не знаю. Dann können wir das erstmal vergessen. Warum hat Mike das Passwort überhaupt geändert? Hier sind Kratzspuren. Ah ja. Черт, так я не сломаю решетку. Мне нужна отвертка. Ein Schraubenzieher, kein Problem, kommt sofort, hoffe ich. Wird ja wohl hoffentlich irgendwas sein in der Art. Ja, hier. Вот эта отвертка. Вообще, это неплохое такое оружие. Нет, нет. Это слишком опасно. Лучше через вентиляцию. Hat kurz überlegt, ob er das als Waffe verwenden soll, ist aber bei seinem Plan geblieben, hier durchzusteigen. Wenn nicht zu viele Spinnen drin sind, bin ich da bei dir. Oh. Den Raum kennt er nicht. Was ist das? Майли даже не сопротивлялась. Она просто замерла, когда я ее схватил. Как будто она знала, что все кончено, как только я до нее дотронулся. А Мия... Она была громкой. Пыталась брыкаться, кричать, пока я не заставил ее остановиться. Знаешь, ведь эта часть мне нравится больше всего, когда надежда в их глазах испаряется. А что Сара? Она умоляла. Я почти ее отпустил, дав ей чуточку той самой надежды. А затем я ее отобрал. Ведь я всегда заканчиваю то, что начинаю. И поверь, я еще не закончил. Finster. Also dieser Unbekannte sprach von Mike, der irgendwie keine Gegenwehr zeigte, als er ihn ergriff. Und er hat von seinem Opfer berichtet, das sich gegen ihn gewehrt hat. Und er liebt den Moment, in dem den Opfern klar wird, sie haben keine Chance und die Hoffnung verlieren. Und so spielt er auch mit ihnen, um ihnen immer noch etwas Hoffnung zu geben, um sie wieder wegzunehmen. So ein scheiß Sadist. Und was hat er mit Mike angestellt? Und warum liegt das hier in unserem Haus? Confusion. Tier, Dad, Mom, Mike, you. Übel. Was geht hier vor sich? Da ist ein Hebel. Jetzt noch eine Taschenlampe, wäre cool. Пиздец, я будто в фильме ужасов. Okay. Was macht ihr da? Moment, das ist die Opfergeschichte. Da hieß es, die Hand an die Hüfte genagelt. So sah das offenbar aus. Okay, und eines der Opfer schien auf irgendwas zu weisen. Hier Mia, Sarah, Miley. Die vier Opfer. Hier haben wir den ersten Code. Moment, ich schreibe mir das mal auf.
Also 5 Stellen. Die vierte ist 4. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, hier geht's offenbar weiter, ne? За этими балками что-то есть. Okay. Надо найти способ их сломать. Wie habt ihr das gemacht? Was hat überhaupt gesagt? Was ist jetzt mein Auftrag? Если я найду шланг, я смогу выкачать кислоту из бочки. Ach, ich will die Säure hier rauskriegen. Кислота? Сука. Gut, ich brauche einen Schlauch. Also irgendein Überleitsystem. Ah, hier haben wir doch was. Ah, вот der Schlank. Und die will ich jetzt da reinleiten? Ну, я надеюсь, кислота его не разъест. Wo geht das jetzt hin? Ich finde das etwas befremdlich. Habt ihr eine Meinung dazu? Hat die vielleicht irgendwas in der Hand? Nee. Aber das sind mal neue Mannequins, die habe ich so noch nicht gesehen. So, was habe ich jetzt davon? Da habe ich schon mal nichts davon. Das auf dem Rücken. Sind wir wieder zurück? Черт, никак не сдвинуть. Oh, es geht kein Zurück mehr. Ha. War das schon vorher so? Was hat diese Aktion jetzt gebracht? Ich kapiere es nicht. Moment, da ist was. Ah, eine Axt. Sehr schön. Alles klar. Ah, das war die Lösung. Da passt hier aber noch nicht durch, oder? Besser. Das müsste gehen. Nee, doch noch nicht. Hm. Ja, jetzt. Ah, сука. Су, что это за херня такая, а? Warum bewegt die sich? Es gibt aber eine Menge hier von euch. Was habe ich davon? Sehe ich davon oder damit Dinge, die ich sonst nicht sehen würde? Hm. Ja, schauen wir mal. Oh. Ja, da gucken sie. Ich glaube, jetzt kann ich sie gebrauchen. Ja, nee, nicht wirklich. Ach doch, Nachtsicht. Gut. Endlich sieht man hier mal was. Okay, ich werde die irgendwie verbinden müssen. Скажи, а ты уверен, что ищешь в правильном направлении? Улики ведь у тебя под носом, но ты все так же след. Ich nehme an, die müssen da so verbunden sein. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Okay. Sekt hier.
Забавно, что все это время ты оказываешься в таких местах, как это, не так ли? Как будто твое место именно здесь. Тик-так. Давай узнаем, кто ты на самом деле. Охотник или просто очередная жертва, ожидающая последнего вздоха? Okay, ich soll mich bewähren. Als Jäger oder als Opfer? Das ist auch wieder so eine sexualisierte Pose. Wenn man bedenkt, dass er damit seine Taten nachstellt. Was steckt da drin? Ein Schlüssel, okay. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Maximal 50 Kilogramm. Okay. Видишь ящики? Грузи ящики. Закончишь, получишь шиш. Die sollen darauf? Oh, weiß ich denn, wie viel die wiegen? Oder bricht das irgendwann einfach ein? Na, wir finden es raus. So. Ein braver Verlader. Nicht so ganz. Und jetzt? Also mit mir sind das definitiv mehr als 50 Kilogramm. Warum passiert hier nichts? Muss ich das richtige Gesamtgewicht irgendwie ermitteln? Ah ja, jetzt hat's geklappt. Oh, ich habe hier sogar meinen eigenen Fanclub. Super. Vergiss nicht. Kann ich die haben? Nee. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist ja ganz offensichtlich eine Sackgasse. Mal doch mal reinschauen. Ja, ich habe es befürchtet, aber nichts von Nutzen. Ich stehe gerade noch vom Rätsel. Achso, ich habe ja noch eine Axt. Soll ich mit der irgendwas machen? Achso, ja. Und da ist ja sogar eine Abbildung. Gibt es irgendwie Anzeichen, was davon sich entfernen lässt? Nee, ne? Ich werde aus dieser Abbildung nicht wirklich schlau. Ich bin hier nochmal zurückgegangen. Ja, hier ist was. Okay. Das ist ja auch ein bisschen verwirrend, dass es jetzt hier weitergeht. Okay. Aber es geht hier weiter. Das ist die gute Nachricht.
So. Auch ein bisschen dunkel hier drin. Oh, auch wieder eine Puppe. Hi, Puppe. Die hängt. Oh je. Das ist weniger erfreulich. Was war das? Okay, das muss ich irgendwie abschalten. Oh, ich kann mich sogar verstecken. Das heißt, ich werde mich verstecken müssen, ne? Das ist keine gute Nachricht. Ah, hier haben wir schon mal ein Rad. Das geht nicht auf. Aber das sieht so aus, als könnte man da was ransetzen. Ja. Okay, was ist das hier? Ein Schlüssel, das ist gut. Ah, ich habe eine weitere Zahl. Die dritte ist die 2. Das ist gut. Neues Tonband. Ты думал, что сможешь спрятаться за этим милым невинным личиком? Ну поверь, я знаю тебя настоящего. И это лишь вопрос времени, когда они тоже это увидят. Tick-tack. Tick-tack. Okay, er deutet an, irgendwas über mich zu wissen, was ich zu verbergen versuche, und bald werden es alle wissen. Das klingt nach einer Drohung. Das klingt nach etwas Unerfreulichem, was meine Person angeht. Okay, ist der Schlüssel jetzt hierfür? Ja. Oh, was machen wir jetzt daraus? Ah, es sind Farben. Also, Red. Oh Gott, das ist jetzt auch noch ein Rätsel. Also, Rot muss hoch. Und ich habe eine weitere Zahl. Die zweite ist die 5. Also, Rot muss hoch. Fangen wir damit mal an. Gelb muss unten bleiben. Grün muss hoch. Blau muss unten bleiben. Weiß muss hoch. Und am letzten ist ein Fragezeichen. Aber das kann ich ja ausprobieren. Gut. Nee, begleite ich mal lieber weiter. Aber irgendwas ist ja doch passiert gerade, ne? Habe ich gerade was gehört? Ah, okay. Oh. Habe ich ein Problem? Ja, habe ich. Was mache ich denn jetzt? Komme ich denn hier wieder raus? Nein. Oh, es bleibt stehen. Okay. Wer bist du? Ich fürchte, du bist Mike. Взгляни на него. Привязан как сраная марионетка. Вы чем-то похожи, не правда ли? Полиция в 3 минутах от этого места, и, увы, тебе не сбежать. Как жаль, что теперь все мои заслуги достанутся тебе. Но зато какая громкая новость. Местный полицейский, который год назад потерял семью в страшном ДТП, стал серийным убийцей. В подвале все в твоих отпечатках. А по поводу диктофона не переживай. Записи удаляются, как только ты их прослушаешь. Желаю удачи. И помни, что я всегда рядом. Okay, er will uns das alles anhängen. Die Bänder löschen sich selbst. Сегодня был задержан подозреваемый более чем 10 убийств в городе.
вышло. По нашим данным, прямо сейчас в его доме проходит обыск. Сам же подозреваемый отрицает свою вину и сообщает следствию о своей невиновности. Подождите. Только что в студию поступила информация, что в подвале были обнаружены. Okay. Also es hatte eine gewisse Raffinesse. Erstmal, dass wir diesen Code dabei waren zu entschlüsseln. Aber auf den kam es gar nicht an. Oh, Moment. Der geneigte Zuseher wird bemerkt haben, wir hatten 3 von 5 Stellen. Das heißt, nur noch 100 Varianten. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie ausprobiert. Или все-таки я пароль знаю? Wir haben's! Warum tue ich das? Stopp! Die Wohnung war kameraüberwacht. Okay. Gut. Haben wir das Rätsel auch geklärt. Er hat uns in eine Falle gelockt. Und ich dachte auch schon so ein bisschen beim Intro, ne? Rabiate russische Polizei. Das Spiel ist so ein bisschen mutig auch, ne? Weil es ja die Staatsgewalt damit in Frage stellt, indem hier einem ein Verbrechen angehängt wird, für das man nichts kann und für das man jetzt bestraft wird. Interessantes Spiel. Ja. Es ist, war weniger spektakulär, als ich dachte, aber es ist trotzdem schön, interessant. Nettes kleines Spielchen. Gut, dann sind wir an der Stelle jetzt fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.